Und damit bin ich gestartet. Hallo an alle, die da sind. Jupp, bei mir auch hallo. Ich habe im Übrigen die ganze Zeit das mit der scheiß Rüstung falsch gemacht. Was denn? Mit den Statusdingern. Ich dachte, bei aktuell ausgerüstet, ganz unten, Statistik ändern. Bedeutet, das hat die Rüstung gerade, was ich ausgerüstet habe. Und nicht, dass das, was ich ausrüsten möchte, dann, Wo ist mein Tank? Weiß ich nicht. Dass das dann stärker ist, weißt du? Ich bin hier voll die ganze Zeit voll der Schwächling. Ach, weil meine Verteidigung so mies ist. Gut, okay. Den Mantel, den will ich auf jeden Fall behalten. Was ist das? Diesen Gegenstand kannst du nicht benutzen. Okay, dir fehlt die Fähigkeit. Das ist doof. Keinen Einfluss. Ich mach mir mal so... Nee, ist doch nix. P-Booster mache ich mir rein, wenn wir was Bestimmtes machen, oder? Na, welche Booster? Meinst du diese Erfahrungspunkte oder die? Ja, ja. Wenn wir da so in einer Instanz sind oder sowas, lohnt sich das, glaube ich, mehr. Ja, ne? Denke auch. Okay. Schon jemand da? Nein? Pech. So. Selber schuld. Ja, sehe ich auch so. Verpassen den ganzen super tollen, mega krassen Spaß hier. Gell? Weißt du was? Oh, ne. Ach Gott, ist mein Missionsgegenstandsinventar so voll, ne? So, dann machen wir mal ganz kurz was. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Old Republic. Old Republic. Jetzt habe ich mich voll versprochen. Ja, hallo. Weil das ist immer so blöd zu schneiden, der Anfang, ne? Ja, der Anfang, stimmt. Dann machen wir jetzt erstmal das, was wir gesagt haben. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zu der H2-Quest. Schattenbrut. Wir wollten heute auch ein bisschen PvP machen, ne? Können wir mal ausprobieren, ja. Ich habe auch im Nachhinein überlegt, vielleicht machen wir das auch erst, wenn wir entweder, wenn wir es bis dahin mal schaffen, ab Level 65. Oder okay. Jetzt so mal immer so. Ich meine, wir haben ja jetzt beide ein Abo gemacht und daher geht's ja jetzt ein bisschen schneller, auch wegen den Erfahrungspunkten. Du hast noch nicht so ein Fahrzeug, gell? Leider nicht, nein. Okay, ich habe die Fähigkeit nicht gekauft. Dann benutze ich es nicht. Dann aber ich habe so ein Fahrzeug, habe ich im Inventar. Ich kann es nur noch nicht benutzen, weil ich die Fähigkeit nicht habe. Ist schon voll bescheuert, ne? Ach, der große Dicke greift mich auch an. Ach, ich war so auf meinen, wie heißt's, auf meinen Kopfgeldjäger, den ich gemacht habe, fixiert eben, dass ich im Fernen angreifen wollte und nicht im Nahen. Ja, das kommt vor. Das ist so richtig, das ist noch so eine richtige Gewohnheitssache. Ich wollte ja heute Morgen ein bisschen spielen, da hab ich mir gedacht, oh nee, wenn ich das jetzt spiele, habe ich heute Abend keinen Bock mehr. Und ehrlich? Dann hab ich's, ja. Also momentan kann ich es voll krass spielen, also ich, gut, heute war ich jetzt mehr beschäftigt, ich war in der Stadt. Aber, oh, guck mal. Warte, ich springe. Yeah. Und zack, und... Hey, Alter. Die sind runtergefallen. Ja, die haben mich voruntergeschmissen. Die frechen Tierchen. Voll die unhöflichen hier. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Aber was mich wundert, obwohl ich jetzt das Abo gemacht habe, ich habe ja gedacht, ich finde mehr Blutzeug und sowas, ne? Was, Blut? Blue, blaue Sachen. Ach so. Finde ich aber gar nichts. Das kommt erst später. Jetzt am Anfang ist es. Ich bin Level 15. Was? Achso, du machst deinen Solo-Charakter. Ja. Nee, das haben sie eh klug gemacht schon am Anfang. Ich mach mal den Blitz rein hier. Oder spring erstmal. Okay. Wenn du in der Gruppe spielst, findest du eher was. Ach so? Okay. Das haben sie schon damals schon. So ja, das gemacht. Ist auf der Endzeit ganz gut, weil dann mehr Gruppenbildung ist, ganz klar. Aber für jemanden wie mich, der eigentlich mehr Solo spielt, ist das schon ein bisschen nervtötend. Alter, die Viecher sind schon stark, ne? Die halten was aus, ja. So, okay. Da müssen wir rein. Wir sind die Helden vom Erdbeerfeld. Ja. Lass da rein? Wo rein? Das ist kaputt. Achso, nee, hier. Doch noch. Was?
Was? Vergangener Ruhm, vergessenes Sith stört sie Stört sie nicht. nicht. Ah. Ich sehe Gamer Labert. eben zum ersten Mal, dass man sein Zeug auch liest, lesen kann. Ah. Ja, bei dem sollte man lesen, ich verstehe nichts. Was müssen wir denn hier machen? Zum Altar. Meditiere. Meditieren? Ich Aha. kann nicht meditieren. Kann ich meditieren? Ich kann kanalisieren. Wahrscheinlich auf das Ding da klicken einfach. Das ist auch meditieren dann. Wahrscheinlich. Ist hier irgendwas? Ach, die kommen wahrscheinlich gleich, die Gegner. Ich habe meine Kamera im Übrigen. Oh, warte mal. Warte ganz kurz. Was? Meditiere in der richtigen Reihenfolge. Was? Wie meditiert man denn? Ich dachte, man muss hier irgendwas anklicken. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal so. Und? Das bringt nichts. Irgendwas Muss man hier vielleicht irgendwas anklicken? Will mal was, das lesen, was da steht. Genau, lest du mal. Ich guck mal hier. Ob hier irgendwo was ist. Die Tiere in da der. Steht nur, meditiere dann in der richtigen Reihenfolge über die Runen, um den Sith-Artefakt aus dem nahegelegenen Altar zu holen. Ich versuche gerade auf diese Dinger drauf zu kommen. Aber ich komme da nicht drauf. Vielleicht wenn ich hier meditiere? Fehlt uns irgendwas? Hier noch irgendwo was? Hier da oben, das leuchtende Ding? Nee, da kommt man nicht hoch. Mm-mm. Nee. Was soll das sein? Ich verstehe das nicht. Bin so doof dafür. Wette? Was ist das? Immer, ihr sagt. Okay, die hat auch keine Ahnung. Kannst du nicht meditieren? Ich such grad den Knopf. Ich find nicht mal, welches es war. Ich guck mal, ob man am Anfang irgendwo vielleicht schon anfangen muss zu meditieren oder sowas. Am Anfang der Höhle. Meditiere in der richtigen Reihenfolge. Über die Sith-Runen. Hier ist aber auch nichts. Sifrun? Das war's. Nö. Na? Da hoch kommt man auch nirgendwo, ne? Das sind ja jetzt die Sifrunen, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, da. Reihenfolge. Nee. Da kommt man auch nirgendwo hoch. Nö, da oben ist auch nichts. Okay. Oh, meine Kamera. Mein Chat mal ein bisschen verschieben. So, okay. Nö, mein Chat ist gut. Den angreifen vielleicht? Ne, auch nicht. Eva, habe ich gedacht, ich hätte was ausgelöst, als du das Ding auf den Boden geklatscht hast, weil ich da ewig so gestanden habe und meditiert habe. Hm. Aber guck mal, müssen wir vielleicht diese... Ich weiß nicht... Weil hier zwei so da rechts... Habe ich schon probiert, da habe ich versucht hochzuklettern, aber man kommt an das eine, kommt man nicht hoch. Hier und das hier. Moment, schließ noch mal. Vielleicht schaffe ich. Doch. Tobi? Ja? Tobi? Hilfe! Was denn? Tobi, hilf mir! Tobi! Ja, was denn? Hilfe! 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 Gut, stuck. Hilfe! Was? Das hier. Nur ohne Punkt. Okay. Ich glaube, ich habe nämlich da was gelesen. Man muss hier im Moment. Was? Einfach nur Stuck eingeben? Ach. Ja. Ach lol. Okay. Das Ritual erfordert die Verwendung mehrerer Sith-Runen, die im Besitz einiger Sith-Akolyten waren, die beim Versuch, die Kreatur zu binden, ums Leben kamen.
Ach, meinst du, wir müssen draußen die Toten das suchen, untersuchen? Wandertote. Da lagen viele Tote auf dem Boden. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich habe keinen Toten gesehen, deswegen, keine Nein? Ahnung. Nee. Da lagen mehrere Tote. Auf der Brücke lagen Tote. Ja, die müssen Aber ja schon hier in der Nähe sein, oder? ja, Ja, wir gehen mal raus. auf der Brücke, wo wir Ach hier so, das vorne Gebiet. dran. Ja. Die haben mir auch nichts fallen gelassen. Nur Credits haben die gegeben. Meinst du, da oben ist irgendwas? Da oben sind Runenzeichen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Sollen wir mal hoch? Haben wir hier noch irgendwas? Was ist denn hier in der Nähe? Nee. Ja, geh mal, aber normalerweise wird es ja angezeigt. Deswegen wundert es mich gerade. Vielleicht ist es ja was Ja, warte Geheimes. mal. Komm mal her. Wir machen die mal platt. Wen? Vielleicht der und den hier. Das funktioniert immer. Nur noch zu gucken, ob die irgendwas fallen lassen. Hey. Nö. Scheint nicht der Fall zu sein. Nee, irgendwie nicht, nee. Na, ich dachte jetzt gerade. Ja, da ist nix. Da Ich hätte unten? jetzt gedacht, Nee. da oben vielleicht, ne? Ja, wir gehen mal hin. Ich meine, Und die haben doch nichts Leichen sind gemacht. auch keine mehr da. Da waren. Dann habe ich bloß verguckt. Eine Leiche war auf Ehrlich? jeden Fall. Denke, das ist eine Schatz, eine Sicherheitstruhe, aber die hat damit bestimmt nichts zu tun. Wahrscheinlich nicht. Da liegt Schrott. Wenn ja, wäre die Quest ziemlich falsch, oder? Nö. Nur Schrott oder was? Nö. Kleiner Ranzen. Oh, da kommt er. Wie unhöflich. Hier muss man aufpassen, die schmeißen einen runter. Huh? Na, jetzt sollte ich sie runterschmeißen. Und was sind die so? Nur Credits, ne? Nix. Meditiere in der richtigen Reihenfolge. Ach komm, dann lass mal die einfach weg. Ja, dann lassen wir Ich es habe halt. keine Lust, mich da jetzt eine Stunde lang aufzuhalten. Ah. Alter, was machst du denn? Voll viele Damit Gegner wir geholt. Erfolg haben? Nee, aber du sollst kämpfen. Da. Ja gut, du geh mal zurück. Job. Mach das mal aus dem Questlog raus. Ja, war da gute Idee. Das Ich habe war's sowieso denn. voll viele Quests noch drin. Warte mal, wie heißt die? Welche ist das? Schattenbrut. Schattenbrut, okay. Okay. Rattanangriff. Ich mach mal die ganzen PvP-Dinger, mache ich auch mal raus. Handwerk mache ich raus, Transportprobleme, Gruppeneinführung, Ah, den Flashpoint. Flashpoint haben wir ja auch noch. Ja. Die Hammer Station. Ich habe noch voll viele Helden 2 Quests. Irgendwie. Ich noch zwei. Ach so, ajo. Ja, Stimmt. klar. Alter, schmeiß mich nicht von der Brücke, du Arsch. Habe ich denn vorhin die Leiche gesehen? Na, geht auch. So. Vielleicht doch verguckt gehabt oder einen anderen Platz. Ehrlich, keine Ahnung. Ist ja aber auch wurscht. Jo. Gibt genug andere Quests, die man machen kann. Genau.
ich häng. Ja, da ist ein Stein. Hab's gemerkt. Oh, laber nicht. Wer labert? Meiner. Nee, hab ich nicht gehört. Sei froh. Sind wir hier richtig? Ah ja, die Mauer. Ja. Immer den Weg entlang. Jo. Gut, dass ich echt schon wieder. Ja, ich habe automatisch Laufen an. Oder Höhenangst. Was? Automatisches Laufen gibt's? Ich weiß nicht, mit meiner Maus geht es. Sie hat so eine Taste drauf. Und dann laufen die automatisch. Okay. Können wir da auch zu zweit sein bei dem Flashpoint? Oder müssen wir da zu viert sein? Das weiß ich nicht. Können wir ja mal ausprobieren, oder? Empfohlen für vier Spieler steht da. Ah, okay. Weil das wäre schon auch nicht schlecht. Was ist das? Ach, das ist auch sowas, wie wir gemacht haben, als wir hergefahren sind, ne? Genau, so ein Dungeon halt. Ah. 6 Erfahrungspunkte, wow. So viel? Ja. Wow. Dachte ich mir auch gerade. Haben wir zu lange gebraucht, oder was? Glaub nicht. So, ich naja, man kann ja nie wissen. Dass ihr meine Soldaten zurückgebracht habt. Meine Soldaten, die gequält und in Droidenkörper gesteckt wurden. Meine Soldaten, die ich anfangs gar nicht erkannte. Ihr habt sie zurückgebracht. Sie werden dem Imperium jetzt besser dienen. Sie sind loyal und besitzen Feuerkraft, aber das ist nebensächlich. Sie haben keinen Verstand. Sie befolgen Befehle, aber sie... Sie können nicht mehr denken. Das ist nicht eure Schuld, das weiß ich. Aber sie anzusehen macht mich krank. Etwas mehr Selbstrespekt, Wurm. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie mit der Zeit vergessen werden, was geschehen ist. Wurm. Ich muss hoffen, dass ihre Gehirne ganz abschalten werden. Verdammt. Ihr habt eure Bezahlung verdient. Meine Vorgesetzten sind zufrieden. Aber diese Leute... Wenn ihr wütend seid, lasst diese Wut an euren Feinden aus. Oh, ich trage genug Wut in mir, um sie an jedem auszulassen. Man sieht sich. Ich muss die Familien dieser Droiden benachrichtigen. Ja, ja. Komische Frau. Ah ja, jetzt krieg ich auch zwei Sachen. Ich würde das Rechte nehmen. Ehrlich? Ja, das Linke gibt dir nur Ruf in der Vielleicht Stadt hier. Geht's besser. Damit kannst du dir halt besondere Ausrüstung kaufen, aber die bringt dir ja ach so. Mit Level 20 nichts. Du musst okay. Level 70, 65 werden. Okay. Yay, Level 21. Ah, ich hab Post. Was hab ich denn gekriegt? Ich hab auch Post. Gute Nachrichten. Ah, nur Kohle. Kannst behalte. Brauche ich nicht. Nö, nehm ich mit. Ja. Komm. Ja. Okay. Alles hübsch. So, ein Laden wäre gar nicht mal so verkehrt. Was ist das? Ach, zum Modifizieren brauche ich nicht. Ein Laden steht hier vorne. Hey, danke. Bitte. Ich finde es toll, dass man bei seinen Gefährten... Oh, guck mal, hier kann man noch mehr schleimen. Hey, danke. Ich schleim so gern bei meinen Gefährten. Ich mach das. Ich liebe es. Ich habe keine Gegenstände, die er gerne hätte. Nein? Nee, der sagt immer, nö, will ich nicht, nö. Ah doch, bei dem das hätte er gern. Mittlerer Einfluss. Okay, hier, schenke ich dir. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nee, nur das Schrott weg. So, okay, ich hätte gerne... Ach so, wir sind ja überhaupt nicht hier irgendwo in der Nähe von dem Ding. Ich würde nämlich gerne Fähigkeiten kaufen. Ja, auch unter anderem auch die, die Möglichkeiten, Kleider zu benutzen. Wo mach ich, wo gucke ich denn das? Ja, so ein Fluggerät. Warte mal, ich habe doch das hier geschenkt bekommen. Warte. Ach so, du hast ja geschenkt bekommen vom... Wie hieß er? Desut. Mhm. Kartellmarktgegenstand. Erhöht das Bewegungstempo basierend auf dem... Ah, das ist echt nicht schlecht. Ja, aber ja, wie kann ich das benutzen? Ja, du brauchst die Fähigkeit. Das ist Gleiter... Irgendwas heißt die.
Und die muss ich mir kaufen, ne? Ja, natürlich, die kosten was. Ja, gut, ich habe 25.000 Credits. Ich hoffe ja, mal, das dass reicht, das reicht. Dann flieg mal zurück in die Stadt. Mhm. Das ist, ich weiß noch, ob liegst du gleich Ära? Mit? Ich muss nämlich sowieso ja, in die Stadt. Wir können ja dann, Was wegen Quest oder was? Zum Tempel der dunklen Seite könnten wir ja dann gehen. Wohin? Tempel der dunklen Seite. Ganz links ist, nochmal eine Helden 2 Quest. Ach, da. Ja, gut, okay. Also, flieg mal hin. Ich flieg in die Mitte jetzt erstmal wegen den Fähigkeiten zu kaufen. Car City Innenstadt oder was? Ja. Ja, da fliege ich jetzt erstmal hin. Ich weiß nicht, ob du die Fähigkeit bei deinem Lehrer bekommst, oder deinem Ausbilder oder bei dem Typ, der diese Sachen verkauft. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also der die, die Reittiere, nenne ich sie mal, verkauft. Die Fahrzeuge. Ich kann ja an beiden Orten mal gucken. Ah jo. Wir haben ja Zeit. Genau. Und Geld. Immer. Am meisten. Ach genau, das habe ich gesucht. Was dann? Ja, wegen dem Flashpoint. Hm. Macht er hier eine langsame Kurve? Der hat's nett drauf mit dem Fahrer. Aber ich finde das Spiel an und für sich sehr schön gemacht, gerade mit den Bewegungsmöglichkeiten hier, mit den Kleidern und sowas. Hat irgendwie was, gefällt mir. Ist es auch. So, ich gehe mal stark davon aus, dass ich rechts hin muss. Der war hier irgendwo. Ist das der Gleiter, den ich auch nee, hab dann? Nee, das ist ein Billiggleiter, das ist besser. Ja, ne? Wisch Bescheid. Alter, du bist ja aber trotzdem sehr, sehr schnell. Wo bist schnell denn du? Sind sie alle. Auf einfach ach, da wieder, oben. Hier oben. Dann hier. Ist er nett? Hey, der war doch hier. Oder nett? Ja? War der nett hier? Moment, was? Ist er das nicht? Gefährten, ach, Geschenkhändler nee, gibt's hier auch, gut, okay. Ich bin total falsch. Hm, okay. Der ist da unten. Total falsch auch noch. Da steht er. Finde ich blöd, dass die nicht richtig ausgezeichnet sind. Ach, Kleiderhändler, doch, okay. Womit kann ich dienen? Nee, steht aber keine Fähigkeit mit drin. Na, dann musst du zu deinem Ausbilder gehen. Aber wo finde ich denn den jetzt? Wo ist dann denn gehst du auf die Karte. Dann kannst du da unten. Oh, ja, ja, ich Ausbilder, ja. Okay. Dann ist er ja. Genau. Ja, es war klar. Mein Ausbilder ist in der Kneipe. Ah, oh, ne, ist gar nicht die Kneipe. Okay. Aber ich muss sah auch so aus. Kein Jedi wird gegen euch. Oh, der hat nichts für mich jetzt. Kleider und Störung. Cool. Merkt euch, Frieden gibt es nicht. Wunderbar. Ich mach mir mal den Scheiß hier zur Seite. Hier das ganze Zeug mal hier weg. Flottenpass. Dass ich mal hier nur die Fähigkeiten drin hab. So. Und das kann ich eigentlich hier unten lassen. So. Was wollte ich jetzt machen? Richtig, ich wollte jetzt mal den Kleider probieren. Den ziehe ich mir jetzt hier runter auf die Null. Du hast ja schon einen. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich auch. Ja, okay. Dann ziehe ich mir den halt auf die Null. Oh ja, sieht schon cool aus. Ja, hat was. Das sieht zwar aus, als würde ich gleich runterfallen, weil ich ihn kaum halten kann, aber okay. Naja, bei mir auch. Yay. Okay, das bedeutet Spaß für alle. Okay, was nun? Kurz weiter. Machen wir die Hauptquest weiter?
Oder die H2-Quests. Dann machen wir die H2-Quests. Und dann können wir noch die unsere machen. Ja. Okay, dann müssen wir hier drüben raus, ne? Ja, wir können ja genau zum Flieger erstmal gehen. Oder wo müssen wir denn hin? Moment. Wir müssen raus und dann ganz nach links. Können wir da hinfliegen? Da gibt's, ja gut, es gibt einen Kleider, der da hinführt eigentlich. Ja, dann fliege ich da hin. Aber das ist ja bloß ein Stück durch die Stadt dann theoretisch. Egal. Kostet ja kein Geld. Gar nicht viel. Die 5-6 Credits, die sind... Ich finde mein Kopfgeldjäger richtig cool. Wir sind startklar. Ach, warte mal, guck mal. Hast du gesehen? Was? Da unten ist noch ein, okay, bist du jetzt erstmal geflogen, ne? Ja, ich bin schon. Wo bist du hin? Ganz nach links, oder? Ja, genau. Okay, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ganz links ist ja noch einer, weil ich habe bloß den einen angezeigt bekommen. So. Ich habe gar nichts zum Trinken hier. Sehe ich gerade. Ich trinke meinen Star Wars Energy Drink. Wo hast du denn den gekauft? Oder wo hast du denn den her? Oh, danke, Schatz. Hm? Globus. Hm. Das wäre schon ein weiter Weg gewesen. Ja. So ein bisschen. Und dann auch noch durch die Höhlen, ne? Ach jo. Waren wir hier schon? Nee, war man nicht. Nee, hier war man noch nicht. So, ich bin da. Jetzt kann die Party losgehen. Hier gibt's ein paar Quests. Ich seh's gerade. Ich habe 3 Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Zeigt etwas Respekt. Dann seid ihr die Erfüllung all meiner Hoffnungen. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven, aber die Daten sind wichtig. Was waren das für Daten? Wir haben einen Anstieg seismischer Aktivität in der Gegend beobachtet, die auch Schäden am Tempel bewirken könnte. Die Sklaven der Expeditionen hatten Datenpads dabei, um alle Daten zu registrieren. Bringt mir diese Datenpads zurück. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Drom und Kaas wichtig. Nicht sehr aufregend, ich weiß, aber helft ihr mir? Eine Herausforderung ist es nicht gerade, aber ich kann das erledigen. Wunderbar, fantastisch. Eure Hilfe ist von großem Wert. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Ich frag mich, ob die irgendwie krank sind, weil der sah ja jetzt im Gesicht auch ziemlich krank aus. Oh, ich hab Schneeflocken um mich herum. Guck mal, ich hab Schneeflocken. Hui. Okay. Ah, davon ist noch ein Quest. Beherrschen wir uns. Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört und einen starken Sith-Kämpfer geschickt, um den Tempel zu sichern. Was geht hier vor? Natürlich, sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, Alter, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Ich höre aufmerksam zu. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel... Ist das das aus dem Video? Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Sicher? Aus welchem Video? Mir missfällt die Entwicklung. Aus dem ersten... aus dem... Wo hier zur Verfügung stehen, die Videos. Aus dem Kampf, dem Trailer. Eine Gruppe ehrgeiziger... Nein. Aber unwissender Sith, das war auf Coruscant, indem sie den Tempel plünderten.
Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Sind sie immer noch da drin? Alle, die noch am Leben sind, ja. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt. Ich will ein neues Schwert. Wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden gib mir dein gelbes. Für seine Umgebung. Nö. Warum? Seine Macht überwältigte Warum? Alle im Tempel. Finde ich nicht in Ordnung. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Das Gerede ermüdet. Hast du auch bla 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 genommen? Ja. Ich habe Glück, dass ich mich in diesen dunklen Zeiten an niemand anderen wenden kann. Oh. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schliefen. Wenn diese alten Sith Lords. Hätte ja auch mal Zeit, hast du mal auf die Uhr geguckt. Erwachen, könnten sie Dromund Kaas überrennen? Die sollen ruhig weiter schlummern. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn oh, ihr die der quasselt und quasselt, der hätte gerne mal auf. An jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Es wird keine Überlebenden geben. Und dann weißt du, du sagst was und meine ist... stürzt uns wieder in denselben Schlammmassel. Und meine ist dagegen. Das ich bereits hineingeschaut habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst Alter, jetzt auf zu labern. Ich bin auch gerade am Durchklicken. Okay, ich mach's. Na gut, jetzt ist er fertig.